Sechs Hersteller teilten sich Anfang des vergangenen Jahrhunderts den Auftrag der Königlich Preußischen Eisenbahnverwaltung, insgesamt 275 Lokomotiven der Baureihe P6 herzustellen. Knapp die Hälfte davon musste nach dem Ersten Weltkrieg als Reparationsleistung abgegeben werden. Einige Vertreterinnen in Beschriftung und Ausstattung der ausländischen Bahnverwaltungen hat Fleischmann im Laufe der vergangenen Monate herausgebracht. Wir haben sie allesamt vorgestellt. Nun lässt der Hersteller ein Modell jener 163 Maschinen auf die Modellbahngleise rollen, die von der DRG als Baureihe 37 ins eigene Nummernschema aufgenommen worden waren. Die Preiskurve im Bereich Modellbahn führt in der Regel nach oben, selten nur schlägt sie die entgegengesetzte Richtung ein. Dieses Modell einer Baureihe 37 ist ein solcher Sonderfall. Während für ihre analogen Schwestern 389 Euro berappt werden mussten, begnügt sich Fleischmann bei dieser Lok mit 20 Euro weniger. Zwar sind keine Figuren beigelegt, dafür ein Zurüstbeutel, reichlich gefüllt mit allerlei nützlichem Modellbahnhandwerkszeug und für das Lok-Feintuning. Wie die anderen P6-Abkömmlinge glänzt auch dieses Modell mit einem außerordentlich hohen Detaillierungsgrad. Treibräder und Gestänge begeistern durch ihre zierliche Ausführung. Und die Kolbenschieberstange, ein wesentliches Vorbildbauteil, schwingt frei beweglich hin und her. Die Lampen leuchten sogar bei geringer Fahrspannung hell und die Lokpufferbohle ist komplett zugerüstet. Die Traktionseigenschaften auch dieser Maschine sind dank der vier Haftreifen auf den Rädern der ersten und letzten Achse des ca. 240 Gramm schweren Tenders phänomenal. Knapp 200 Gramm im Becher unserer Rollenwaage brachten die Lok zwar dazu im Stand, sanft nach hinten wegzurutschen, dennoch zog sie ohne zu taumeln und scheinbar mühelos an. Damit dürfte die Lok mit einer vorbildgerechten Wagenlast am Haken jeder Spielsituation gewachsen sein. Fiel bei einer analogen Vorgängerin deren hakeliger Lauf unangenehm auf, war bei dieser 37er davon nichts zu bemerken, wie die Clips mit den langsamen Vorbeifahrten in jeder Richtung zeigen. Offenbar gibt es bei der P6-Familie eine Bandbreite in der Fertigungsqualität. Die Lok ist in der Epoche 2 angesiedelt, das ist die Zeit zwischen 1922 und 1945.